Nichts geschieht. Es muss doch irgendwo ein Hinweis auf die richtige Reihenfolge zu finden sein. Ach, du Gütegott. Okay. Kein Schloss, kein Griff, nur Druckplatten. Und da ist jetzt die Frage, wo die richtige Kombination ist. Was haben wir hier eigentlich? Ein Fragment. Frag mich gerade, wo man das reinsetzen soll. Hier? Ist ja keine Aussparung. Haben wir auch nichts. Der Kollege, den kann ich nochmal anklicken. Warum kann ich den nochmal anklicken? Ich was übersehen bei ihm? Und wenn was? Was könnte ich übersehen haben? Naja, der hat nur den Brief dann. Aber der Brief, Moment mal, der Brief, der hatte doch 3 Symbole, aber nur 3. Es müssten 4 sein. Und da ist auch die Frage, sind das die gleichen? Nee, sind sie nicht. Ja, es muss einen Weg geben. Frag mich, wo dieses Relieffragment rein soll, was wir hier haben. Aber hier sehe ich auch nirgendwo, also ich gucke gerade in der Umgebung, ob ich hier irgendwas deuten kann. Es sind 3. Es sind 3, die gedrückt werden müssen. 1, 2, 3. Es sind doch nur 3. Dieses Symbol war dabei. Moment, jetzt, ich gehe nochmal ganz kurz zu ihm hier auf das Ding. Das ist ein X. Jetzt muss ich mal ganz kurz malen. Moment, wir malen mal. Zack, zack, zack. Jo, Hammer. Dann haben wir hier so einen Strich und ein Dings und ein. Ich glaube so. Okay. Da haben wir einen Punkt unten drunter und 2 Punkte. Mal gucken. Mal schauen. Wenn das hier unten praktisch die Lösung ist, dann müssten wir diese Symbole doch haben. Dieses haben wir. Das andere müsste das da sein, weil da ist ein Punkt. Also müsste das dieses sein. Und dann der da. Perfekt. Ab ins Schloss. I'm not afraid of you. Ich habe keine Angst vor dir. So, ne? Also, sie klang ja jetzt auch gerade ein bisschen ängstlich. Deswegen dachte ich, ich versuche das mal so ein bisschen rüberzubringen gerade. Ja, und der Bär ist cool. Der macht sogar Türen zu. So, das Seil an der Winde ist zu kurz. Ja. Wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause, bevor ich mir das jetzt hier genauer ansehe. Auf jeden Fall haben wir irgendwas mit einem Seil und einer Winde. Ja, aber das, wie gesagt, erst in der nächsten Aufnahmesession und deswegen sage ich mal tschüss, bis demnächst. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im verwunschenen Schloss oder wie man das hier auch immer nennen möchte. Wir haben ein paar Bärenstapsen, wir erinnern uns, da hinten ist der Bär ja gerade fein säuberlich durch die Tür gegangen und er hat die Tür ja auch noch hinter sich geschlossen. Ein ganz wohlerzogener Bär. Und ein Klopfring. Oh. Die Tür ist von der anderen Seite abgeschlossen. Ich muss sie mit Gewalt aus den Angeln reißen, um sie zu öffnen. Doch wie soll ich das anstellen? Okay. Ja, das ist eine gute Frage, wie man das macht. Hier sind ein paar Kerzen. Oder eine freie Fläche. Hinter diesen morschen Brettern verbirgt sich etwas. Was haben wir denn? Wir haben einen Eispickel. Den ich hier nicht... den ich doch verwenden kann. Moment. Hätte ich diesen Eispickel nicht. Ich wüsste nicht, was ich tun soll. Eine Truhe. Aha. Was ist das? Ein verbogener Schlüssel. Und ein dreckiges Stück irgendetwas. Aha.
kann ich den Schlüssel hier einsetzen. Ich muss ihn erst begradigen. Das ist ja auch was. Also, ich lasse auch immer meine Schlüssel für Truhen, die ich abschließe, direkt auf der Truhe liegen. Das ist sowas von einer guten Idee, um jeden daran zu hindern, das Ding aufzuschließen. Okay, wir brauchen also irgendwas, um das Ding zu begradigen. Hammer oder irgendwas Schweres oder so. Oder nehmen wir doch den Schlüssel. Wo will meine Katze hin? Die Mieze will mit dem Lichtfleck spielen. Ja, noch ein Stück höher, dann erreichst du den Hammer. Da liegt ein Hammer. Auf diesem Amboss wurde scheinbar Pfeilspitzen zurechtgehämmert. Okay, da waren Pfeilspitzen drauf. Beziehungsweise das Rohmaterial dafür. Die Katze ist so intelligent. Kätzchen, hol doch mal bitte hier den Schlüssel. Das scheint nicht zu funktionieren. Das funktioniert? Okay. Meine liebe Anna, ich weiß nicht, inwiefern du bereits über die Geschehnisse hier informiert bist, aber die Baronin will das Schloss verlassen und uns arbeitslos machen. Aber ich kann es ihr nicht wirklich übel nehmen. Zuerst ihr Gatte und nun ihr geliebter Sohn. Beide sind Opfer dieses schrecklichen Ungeheuers geworden. Wahrscheinlich dem Bären oder irgendwas Schlimmeres. Alle sind froh, diesen verfluchten Ort und diese verfluchte Familie verlassen zu können. In Liebe, D. So, lieber D, danke für den Schlüssel und für dieses liebliche, nette Geschreibsel, was du hier hinterlassen hast. Der Schlüssel, was haben wir denn hier? Auch die Tür zu dieser Kammer ist verriegelt. Okay, das Amulett können wir nicht nochmal nehmen. Das funktioniert nicht. Schade, wo haben wir ein Schlüsselloch? Also, der Schlüssel wird ja da nicht passen, denke ich. Ich sollte etwas anderes probieren. Okay. Die Frage ist nur, was? Wenn ich jetzt ehrlich bin, was kann ich denn hier noch probieren? Moment mal. Hier. Was haben wir denn hier? Die Winde ist mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert. Gut, das Schloss kriege ich hoffentlich auf. Jetzt haben wir eine Winde. Ohne ein langes Seil mit einem Haken nützt es nichts, wenn ich dran drehe. Seil, Haken. Seil. Moment. Und Haken. Seile und Haken haben wir zufälligerweise jetzt gerade frisch im Inventar. Deswegen, hier, komm, Moment, wo ist die Winde? 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 Ach so. So, Winde. Hä? Hallo? Ohne ein langes Seil mit einem Haken nützt es nichts, wenn ich daran drehe. Ja, ich hab doch hier eins. Kann sie aber nicht verbinden? Hä? Sollte etwas anderes probieren. Okay, mit viel Gewalt. Ich habe verstanden, was wir tun sollen. So, wir binden mal das Seil am Seil. Das hält. So ein Seemannsknoten, der ist kräftig. Das hält. Dann holen wir uns mal die Tür. Also ich bin beeindruckt, wie kräftig unsere Darstellerin ist, die wir hier spielen. Ich meine, andere Dinge hat sie nicht so einfach bewegen können, aber die Tür, die konnte sie aus den Angeln reißen mit diesem Rad, was von Menschenhand einfach mal so kräftig gezogen, bewegt worden ist. Aber alles andere schafft sie immer nicht. Aber das hat sie geschafft und deswegen gehen wir mal kurz die Treppe hinauf. Und landen, wo landen wir jetzt hier? Gute Frage. Was ist das? The abyss. I never saw it when I was a kid, but I always heard terrible stories. So, musste mich ganz kurz mal ausblenden. Jetzt habe ich da nur den Text gehört, aber nicht gelesen. Gut, was soll's. Finsteres Klamm. Sehr schön. Und ein Brief.
Mache die Kutsche für heute Abend fertig, steht da. Keine Ausreden, ich werde keinen Tag länger in diesem verfluchten Schloss verbringen. Entlasse noch heute die gesamte Dienerschaft, sammle alles Wertvolle aus der Schatzkammer und schließe die Waffen in der Waffenkammer ein, damit der Pöbel sie bloß nicht zu Geld machen kann oder sich gegenseitig damit umbringen kann. Baronin von Haugwitz. Ist ja richtig nett. Also so richtig, richtig nett. Okay, was bringt mir das? Außer hier das Ding da. Eine gute Frage. So, wir haben übrigens noch nichts zum Plätten des Schlüssels. Außer eine Tür. Abgeschlossen. War ja mal wieder typisch. Das Gerüst sieht nicht gerade stabil aus. Interessiert mich nicht. Selbst in Assassin's Creed klettert man da einfach mal locker rüber. Aber gut, sie will nicht. Was ist denn das? So, das nehmen wir mit, weil das brauchen wir, das weiß ich. Und hier. It's Lily. What does it all mean? What does it want from her? I have to find a way into this room. Der Bär ist wirklich intelligent. Der weiß, wie man eine Decke über jemanden zieht. Der weiß, wie man eine geheime Tür aufmacht. Wie man den Fackelhalter runterdrückt. Das ist ein Bär, der wahrscheinlich gar kein Bär ist. Lasst mich raten, das ist ein verwunschener Prinz oder irgend sowas. Keine Ahnung. So, also das können wir schon mal einsetzen. Das wissen wir. Es fehlen drei. Wo ist denn das dritte? Achso, das dritte habe ich hier. Bin ja auch ein Dämmel. So, es fehlt noch eins. Das eine kriegen wir, glaube ich, im Raum davor. Mal schauen. Geht das Ding jetzt auf? Perfekt. Kann ich das jetzt mal begradigen hier? So, komm, hier, hau mal rauf. Eins, zwei, drei. Gerade. Es sind immer drei Schläge. Und sie hofft, dass es gerade genug ist für die Truhe. Wir probieren's. Und wir haben das letzte Stückchen. Gut, hier können wir nichts mehr machen, aber wir haben noch ein Stück. Nee, das ist falsch. Wo war das Richtige? Da unten. So, hier. Ach Gott. Vervollständige das Bild, indem du die Kacheln vertauschst. Wähle zwei Kacheln aus, um sie zu vertauschen. Und ehrlich gesagt, ich muss mal kurz sagen, das soll ja ein Wimmelbildspiel sein, aber so richtig viel Wimmelbildspiel haben wir noch nicht gehabt, finde ich. Also so richtig mit Suche Gegenstände. Das haben wir bisher noch nicht wirklich drin gehabt. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da oben ist der Reiter. Das Pferd. Wo ist denn das Teil, was zum Reiter gehört? Hä? Nein, 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 nein. Moment, ich mach mal. Die drei Beine drehen wir, die Beine drehen wir. Dann drehen wir die Beine. Gehört das hier überhaupt hin? Ich glaube, das da gehört dahin, oder? Hm. Ja! Das sieht gut aus. Wo ist das Stück hinter ihm? Es muss ja nochmal sowas Komisches geben. Wahrscheinlich ist es das da. Moment, das bringen wir mal hier rüber. Das müsste das hintere Teil sein. Okay. Können wir nur so machen und dann können wir es hoffentlich so drehen. Ja, also den Reiter haben wir schon mal. Die Lanze geht hier vorne weiter. Nein, das da bitte drehen. So, dann haben wir hier aber die falsche Lanze. Hä? Es ist falsch rum. Ach, die kommt da nach hinten. Entschuldigung. Ganz falsch geguckt. Die kommt ja nach hinten. Die wäre da richtig. Wo ist denn jetzt aber das kleine Lanzenstück? Ach, das ist hier. Nein, nein, das. Das bitte drehen. Das können wir schon mal nach oben drehen. Dann können wir das dahin. So, ihn haben wir oben fertig. Jetzt ist die Frage, die Beine sind hier. Dann hätten wir da ein Schild. Das wäre wohl so. Das ist das andere Schild.
Müssen wir runterdrehen. Ich hoffe, dass das nachher funktioniert, was ich hier mache. Weil das müsste das Ende des Schildes sein. Mal gucken. Was umdrehen, passt es. Okay. So, das ist schon mal eins. Dieses Beinchen müsste eigentlich dorthin. Dann passt das auch. Das Pferdebein sieht gut aus. Aber hier passt was noch nicht. Aber was noch nicht. So herum sieht es richtig aus. So, aber die Schnauze vorne ist, glaube ich, falsch. Da müsste... Aber was müsste denn da rein? Hä? Muss denn nach vorne? Das da. Moment. Das... ist nicht das richtige Teil. Okay, ich dachte, das wäre der Kopf, der Rest des Kopfes. Ist da vielleicht auch... Oder ist es dieses Teil? Mal gucken. Eins von beiden ist es. Wir werden es herausfinden. Das ist der Kopf. Passt. Jetzt ist nur noch die Frage, in welcher Reihenfolge die hier unten sind. Was ist denn also ganz vorne? Und was ist ganz hinten? Ach, vor oben ist falsch. Verdammt. Dann ist... dieses hier wahrscheinlich oben anzubringen. Nee, das geht so nicht. Mal gucken. Jo, das ist richtig. Jetzt haben wir das da richtig. Jo, so sieht's besser aus. Dieses Teil bitte ganz nach hinten. Jo. Die drehen wir um und die auch. Fertig. Warum passiert nichts? Habe ich was falsch gemacht? Und wenn wo? Sieht doch... Bein sieht falsch aus. Hier unten. Da ist, glaube ich, was falsch. Hier vorne. Die Beine müssten vertauscht werden. So, warum? Jetzt stimmt's. Okay. Kleine Details. Die Tür ist offen. Und dann gehe ich mal rein. In die geheime Kammer und rette endlich mal Lilly, die wir ja die ganze Zeit retten wollten. Aber erstmal gucke ich nochmal ganz kurz, ob ich hier was übersehen habe. Wie diese schicke Statue. Die Rüstung ist völlig verrostet. Da komme ich nicht heran. Ich habe meinen Eispickel nicht mehr. Nein! Sie hat den Eispickel weggeworfen. Ist die doof? Das wichtigste Werkzeug im ganzen Spiel. Und die Aussicht von dort oben ist sicherlich herrlich. Weiß ich nicht. Ob ich auf die Ruine hier runterblicken möchte. Keine echte Ahnung. So, also ab in die Geheimkammer. Lilly, I'm here. Lilly? Lilly schläft. Ja, das tut sie wohl. So, wir versuchen sie mal zu wecken. Hallo, Lilly. Sie schläft tief und fest. Das ist bestimmt ein Zauber. Ich muss sie irgendwie aufwecken. Rütteln wäre vielleicht eine Variante, aber das hilft hier nicht. Gut, endlich mal sowas wie ein Wimmelbildspiel in einem Wimmelbildspiel. Das ist ja wunderbar. Das hat ja auch nur sehr lange gedauert, bis wir da mal drauf gestoßen sind. So, das haben wir schon mal. Dann nehmen wir doch das da noch mit. Dann brauchen wir... was brauchen wir noch? Ich weiß nicht, wie ich die Dinger alle benennen soll, die wir hier sehen. Einen Schlüssel brauchen wir, glaube ich, nicht. Das da ist gut versteckt gewesen. Ein Bügel, der steht da hinten. Dann haben wir schon das mittlere Ding einmal abgegrast. Ich bin gespannt, was wir am Ende kriegen. Da ist ein Teil. Die Brosche da unten ist es, glaube ich, nicht. Wo ist der Rest? Hier blinkt was. Nee, das ist wirklich nur Geld. Da unten ist ein Schlüssel. Hier drunter vielleicht. Auch nicht. Kann ich hier was aufmachen? Ebenfalls nicht. Gut. Huch, da oben. Das war jetzt Zufall, dass ich das angeklickt habe. Was soll denn dieses Ding? Ach, das verstopft hier das Ding. Das sehe ich gerade. Okay. Irgendwo soll was Goldenes sein. Hier dieser Taler oder was das ist.
Vielleicht versteckt er sich hier irgendwo da drunter, aber... Nee, leider nicht. Egal, wo ich da klicke, nichts passiert. Das ist da die Mutter, die da unten noch fehlt? Dieses Schraubgewinde oder wie das auch immer genannt werden kann? Nein, das ist es auch nicht. Hier unten haben wir auch nichts. Einen komischen Bügel. Hier, da ist der Bügel, das sehen wir. So. Da haben wir noch so einen Stift mit einer Mutter drauf. Den Mutterstift sozusagen. Die Frage ist bloß, wo wir den haben. Also ich könnte immer noch schwören, dass dieser Schlüssel da oben auseinandernehmbar ist. Aber wir nehmen mal diesen Stift. So. Dann haben wir hier... Ist nicht der Bolzen, den wir da unten haben? Den Holzbolzen oder so? Aber anscheinend auch nicht. Kleinen Moment. Gut, weiter geht's. Ich musste nur mal ganz kurz mich ein bisschen räuspern. So, und ich habe immer noch keine Ahnung, wo die Gegenstände sind. Die sind hier etwas besser versteckt, wenn man mich mal fragt. Ich gucke gerade in die Ecken und Kanten des Bildes, aber da ist irgendwie auch nichts. Ich könnte trotzdem schwören, dass hier irgendwo so ein Stift oder was das ist, da irgendwo ja, sich versteckt. Das Wachs ist es nicht. Aber da haben wir die letzte Komponente des ersten Teils. Das ist es nicht. Ach, da oben ist das Goldteil. Ja, dann fehlt ja nur dieser komische Holzstift oder was das ist. Holzstift. Tja, Stifti. Da ist er nicht. Ist nicht der Griff des Schwertes. Schade. Ja, Stift. Wo bist du? Na komm raus. Ich sehe dich doch gleich. Mehr oder weniger. Ach, da unten. Okay, wir haben's. Was kriege ich denn jetzt? Ich habe einen Korkenzieher gefunden. Natürlich. Aus den ganzen Teilen bauen wir einen Korkenzieher. Das war auch ersichtlich, dass wir einen brauchen. Denn wir haben hier ein mittelalterliches Folterinstrument. An dem Pranger ist ein Schloss angebracht. Damit ich dann... Es muss schrecklich sein, an eine solche Kugel gefesselt zu sein. Ja, ich weiß nicht, was schrecklicher ist, so eine Kugel umgebunden zu kriegen. Damit kann man sich dann vielleicht noch so halbwegs bewegen oder am Pranger stehen. Ich glaube, das ist unbequemer. Ehrlich gesagt möchte ich beides nicht machen. So, die Lederhandschuhe sind zerrissen und deswegen nimmt sie sie auch nicht mit. Okay. Wofür brauche ich einen Korkenzieher? Habe ich hier irgendwo eine Flasche mit dem Korken? Jetzt mal ganz blöd gesagt. Bei ihr ja nicht. Sie liegt ja nur in aller Ruhe hier rum und schläft eine Runde. So, komm, hier, der Bär hat dran... Hoppla, die Kette ist zerrissen. Auf diese Weise ist der Bär in die geheime Kammer gelangt, aber die Kette ist kaputt. Ja, na gut, dann können wir da nicht lang. Auch wenn wir sehen, dass es gar keine echte Kammer ist. Da geht es irgendwie weiter nach oben. Tja, okay. Das ist immer noch sie. Ich dachte, das wäre irgendwie die Statue daneben. Aber... Der Bär! Ich sagte doch, keine Kammer. Eingang zum Schloss. Wie gelange ich auf den Balkon? Nur durch die geheime Kammer. Oder man klettert hier Assassin's Creed mäßig. Aber das will sie ja nicht, die Gute. Guck gerade, ob hier noch was ist. Ganz vergessen, da draußen war ja noch eine Flasche. So, die kriegen wir auf. Bitte was?